Was geht ab, Rosie Fighter Oser hier, und willkommen zu einem weiteren Part zu Dragon Ball Heroes. Aber bevor wir weitermachen, lass uns mal ein, zwei Summons raushauen. Ich denke, es ist eine gute Abwechslung, wenn ich einfach mal vielleicht nach ein, zwei Parts die Tickets raushaue, die ich gerade habe. Oder ihr könnt mich gerne wissen, dass ihr das sehen wollt, weil, ja, ich denke, das ist eine Abwechslung schön am Anfang. Gehen wir mal erstmal, also die seltenen werden wir benutzen fürs neue Set. Außerhalb davon wollten wir, glaube ich, Daishinkan, ne? Deswegen machen wir dann hier beim Daishinkan ein paar Multis. Genau, gucken, wie das Ganze läuft. Ansonsten begrüße ich euch, was knapp, cool, dass ihr reinguckt in dem neuen Parto Reino von Super Dragon Ball. Hier ist es. Okay, ich habe jetzt tausendmal hin und her geschaut, aber ja, okay, die Karten nehmen wir auf jeden Fall an. Was soll ich dazu sagen? Oh, top, 4 Scheine, top, okay. Okay, Justice Toporino. Ja gut, die schaue ich mir auf jeden Fall dann noch genauer an. Hauen wir noch ein Multi raus und dann hauen wir die Zeit. Ne, 3 aber, glaube ich, ne? Genau, 3 goldene Tickets hauen wir dann noch in dem Promo-Banner raus. In der Hoffnung, dass ich würde gerne... Ah, Goku Blue brauchen wir? Haben wir Vegeta oder Goku gezogen? Ja, ich guck mal gleich, hast du vergessen. Aber ich glaube, wir brauchen Goku Blue. Goku Blue hätte ich gerne einen der Vierfachen. So, damit wir die mal fusionieren können. Warum nicht? Aber... Ja gut, jetzt hauen wir mal die 2 Tickets raus, wollen wir das nicht allzu lange halten hier. 2 sage ich, 3. Wo wollen wir hin? Genau, seltener Getcha und dann in hier, mit zugefügte Karten. Genau, Vegeta, aber Goku habe ich nicht. Warte mal, haben wir sie lassen, das gezogen? Ja, stimmt. Trunks auch, okay, krass. Hier die Vierfachen, die wären nice. Und der eine Goku Blue, genau der hier. Den Broly, habe ich den Broly? Broly, hi. Ah ne, ich dachte schon, okay. Nee, okay, gut. Also, ein paar Charaktere Films auf jeden Fall. Hauen wir die ganz kurz raus, Freunde. 3 Singles zusammen. Ey! Jetzt hier, genau, dankeschön. Und schauen wir mal, was jetzt hier droppt. Oh Gott, Vegeta! Geil. Berserker-Typ ist auch noch. Oh mein Gott, 4 Sterne. 6000 Angriff. Als Angriff ab Runde 2 in der Super-Modus wechseln. Erfolg, schwerer Schaden mit 4 Explosionen. Heldenergie des eigenen Teams verstärkt den Effekt. Okay, Aszend Gegnerkraft dauerhaft um die Hälfte. Okay. Minus 2 Gegner Teamheld Energie. Nur einmal. Na, okay, nicht schlecht. Müsste ich mal probieren an der Stelle. Und hier, seine Fähigkeit zum Rundenbeginn dauerhaft plus 3000 auf eigene Kraft. Block. Also BLK habe ich ja letztens gesagt. Das sollte eigentlich für Abwehr stehen, aber irgendwie macht auch Block Sinn, mehr oder weniger. Block und Kraftstufe werden am Ende einer Runde des ITP weniger als nicht. Okay. Ja gut, annehmen. Das Artwork sieht geil aus. Oh, und jetzt haben wir noch einen weiteren Zing raus, bevor wir rüber gehen. Schon wieder, sie lassen das. Oh my god. Wie viel Shards bekomme ich? 8. Ich guck mal gleich, ob ich vielleicht mir noch ein goldenes Ticket holen kann. Ich weiß, wie viele Stücke ich habe. Oh ja! Booyah! Jawollo! Genau, sehr schön. Super sind viel Vegeta. Elite-Typus ist der. Sehr gut. Als Angriff auf Runde 2 Doppelangriff mit Partner in deinem Angriffshaus und aus für dich und deinen Partner bei Super Doppel Highland. Nur einmal. Die Beschreibung ist ein bisschen komisch. Am Ende einer Runde komplett ausdauernd für alle betäubten Verbündeten. Okay, ja, es geht. Ich will die halt primär auf jeden Fall, damit wir die mal fusionieren können. Man kann ja vierfachen Goeta fusionieren. Oh, ah, okay, reicht nicht. Vierfachen Goeta fusionieren und... Goeta Blue. So, jetzt gehen wir mal rüber zu den... Zum eigentlichen Part oder zum eigentlichen Let's Play, sag ich mal. Wir sind hier stehen geblieben. Viele Kaioshins erwarten uns. Ich guck mal, was hier gleich abgeht. Bin echt gespannt. Die Kaioshins, ob das alles separate Kämpfe sind oder AE-Einschläge. Ich hoffe, es sind Aufladungseinschläge oder so ein Aufladungskampf. Aber jetzt. Oh, okay, Goku Black, stimmt. Unmöglich, ja. Das können Menschen also voll bringen, wenn sie zusammenarbeiten. Du hast verloren, Goku Schwarz. Dieser Schmerz. Der geilt jetzt auf, kein Neues. Hast du noch etwas zu sagen? Ja, dieser Schmerz wird mich stärken. Dieser Typ macht mir langsam wirklich Angst. Jetzt. Oh. Idee. Gut gemacht, Sterbliche. Gut gemacht, Ningen. So viel Macht zu erlangen. Lasst mich euch zum Dank etwas ganz Besonderes zeigen. Ha! Goku Schwarz-Rosa! Wenn ihr das so nennt, dann heul ich. Oh mein. Der sieht so geil aus, immer noch. Die haben den so gut gemacht, einfach. Was zur Hölle hat er gerade gemacht? Er leuchtet pink. Ey. Was meint ihr, ist diese Farbe nicht wunderschön? Müsste ich dieser Form einen Namen geben? Ich würde sie Rosé nennen. Gut, dass sie Rosé beibehalten haben. Ja, Super Saiyajin Rosé des. Super Saiyan Rosé. Alter, die...
Diese Szene im Anime war so episch. Das war so geil einfach. Einfach Rosé. Wie geil. Wie mächtig. Oh mein Gott. Black Rose. Keiner weiß. Jetzt will ich unbedingt gegen kämpfen. Ja, komm ran. Vergiss Kakarot will ich. Ja. Okay, verstehe. Ich werde diese Heldendingsbums benutzen und als erster dort sein. Ja, komm ran, Vegeta. Ich habe mich so ganz stark erlangt. Jubelt mich die Sterbliche. Dank euch habe ich den Gipfel der Schönheit erreicht. Ey, der ist ein richtig geiler Charakter. Ohne Spaß. Sie haben Goku Black richtig gut getroffen. Ihr müsst mal überlegen, die hätten auch Goku Black übertrieben verkacken können. Ja, aber das ist schon ein Risiko. Man nimmt einfach Goku und macht ihn zum Bösewicht. Da kann so viel schief gehen, aber die haben den wirklich on point. Er ist da quasi im Körper von Goku, okay? Aussieht vom Goku. Aber ich finde trotzdem, mit Goku hat der nichts zu tun. Also so gut haben sie ihn veranschaulicht. Oder so gut haben sie ihn kreiert, sag ich mal. Vom Charakter bis zum Aussehen ist da Goku. Aber trotzdem, so von der Gimmick her und alles. Das ist eigentlich nicht wie Goku. Die haben das so gut gemacht. Wie seht ihr das? Könnt mich gerne wissen lassen. Alright, let's go. Aber es wäre wohl Verschwendung, wenn diese Macht ganz ohne Beispiel bliebe. Nun gut, in den wenigen Momenten vor eurer Vernichtung werde ich euch unterhalten. Komm ran, Junge. Alles klar, jetzt. Super Saiyan Rouge des. Oh, bevor ich einen Superangriff kassiere, soll ich gewinnen. Ich habe gerade gemerkt, da schon irgendwas mit der Fähigkeit, Kraft auf 1 senken oder so, weil im ersten habe ich ja übel wenig Kraft. Irgendein Zug oder irgendeine Fähigkeit war das gerade. Ich habe es gerade gesehen. Also bei dem Solo so, das weiß ich, aber ganz am Anfang stand was dran. Ja, okay. Ja, Roger. 14.000 hatte. Kraftstufe. Ey, krank. Also, ich finde es, aber ganz ehrlich, ich finde es schade, dass es im Spiel keine SEC Goku Black Karte gibt. Also es gibt eine Promokarte, aber keine SEC. Oh no. Oh shit, das soll sich eigentlich verhindern, egal. Eskalation. In Xenoverse sieht die Super Deck geil aus, finde ich. Schwarze Kamera mehr. Das haben die geil gemacht in Xenoverse. Xenoverse 2. Habt ihr das gehört? Keiner weiß, einfach ganz hinten lädt mein Handy gerade auf und Siri erläuft. ADF Siri! Ganz hinten im Mac liegt es. Keiner weiß. Ich hab nichts gesagt. Oh mein Gott. Naja. Würde jetzt komm du noch ran. Ah, nichts von erst, noch nicht jetzt. Bam, badaboom. Aber. Kono Yaro. So, jetzt aber. Hey! Meine Heldenenergie. Was macht man? Ich glaube, ich greife ihr zuerst an. Ah, mal das. Ah! Riesenmodus so. So, raus alle. Und drauf. Ah, Leute, jetzt habe ich wieder Hände. Genau dies. Eskalation. Jeder will ihn angreifen. Ich hoffe, ich gewinne die Einschläge. Ansonsten müssen die CAAs kommen. Ah ja, easy. So, jetzt bin ich gespannt, ob das durchkommt. Das ist halt die Sache. Ah, Maya. Oh je. Okay. Sharingan. Da habe ich wirklich alles gesehen. Okay, jetzt komm mal ran. Bam. Oh mein Gott. Bam, bam. Oh mein Gott. Das ist halt gestört.
Das ist gestört. Warte, ich habe letztens oft. Ich habe wieder die Frage oft bekommen. Viele sagen, ey, ich dachte, du darfst die Drachenfaust nicht zeigen. Ihr verwechselt Super Attack, das war die Super Attack, die darf ich zeigen. Ihr verwechselt Super Attack mit der CATA, mit dem Active Skill. Active Skill kann ich nicht zeigen, aber seit neuestem, seit den letzten Parts, tue ich das so schneiden in Stücke und das kann ich zeigen. Also, ja, falls jetzt jemand gefragt hat in letzter Zeit. So, was macht Goku Black? Gut, genau das brauche ich, um noch größer zu erreichen. Der spielt noch immer mit uns, Hadef. Ja, wie auch sollen, so stärker wird er. Dich Goku Black, mein Freund, in welcher Galaxie lebst du? Ich muss jetzt erstmal meinen Kakao trinken, Freunde. Damit ich auch fit und das Ganze überstehe. Genau das, Dankeschön. So. Ups. Kibito Kaio ist verschwunden. Ja, rein, der hat keinen Bock mehr. Okay, was geht jetzt hier ab? Wahrscheinlich jetzt. Ja, weiterhin geht Goku Black. Ich bin gespannt, ob Zamasu dazu kommt und die zu Fusion Zamasu zusammen werden. Wäre geil. Mit dem Schlag für diese Körper wie jede Zelle weiter mit mir vereint. Werde Zeuge wie ein Gott und ein Saiyajin-Körper miteinander verschmelzen. Uff, wenn er noch mächtiger wird. Dann haben wir wirklich keine Chance mehr, ihn zu besiegen. Ich sollte mich wohl bei euch mahnen und Cyborg für die Kraft bedanken, die ihr mir geschenkt habt. Obwohl ihr mir nützlich wart, habt ihr euren Zweck erfüllt und jetzt werdet ihr sterben. Hey Mann, langsam. Wer geht da? Komm an, jetzt, wir brauchen deine Hilfe. Nein, wir können. Oh, Goku ist auch am Start. Okay. Oh, jetzt Eskalation. Son Goku. Die sollten nicht hier sein. Ne, jetzt ist halt Angst, ne? Kein Thema, gerne. Alles gut. Verstehe, dann ist das der echte Son Goku. Oh, jetzt haben wir auch so Dinge. Ja, nice. Let's go. Yo, wir schaffen das. Komm ran. Gut. It's it. Ohne betäubt zu werden, okay. Hier, das war bei dem. Habt ihr es gesehen? Kraft auf Anzeigen. Ja, okay. Deswegen Zubehör dann. Stolz des Kriegers hieß, oder? Wie sowas. Naja. Let's go. Cell regelt das eh in der ersten Runde. Ich darf nicht betäubt werden. Wie oft greift er denn an? Oh oh. Aua. Shit. Hey, mal langsam, ey. Was für Geräusche ist er noch? Video. Vrr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 
Einfach im Stehen sterben, keiner weiß. Dieser Whitebeard, Alter. Einfach so eingefallen ist mir gerade. Ich glaube, ich habe letztens irgendwas. Ah, nee, was? Ah, One Piece Folge. Genau, stimmt, da kam ja wieder so ein Recap. Oh jawohl. Aber bei dem? Ja, ob es bei dem was bringt? Ja, vielleicht. Wir nehmen jeden Schaden an, oder? Ja, das wäre. Aber. Ja, gut. Voice Drop. Schaden hat der gemacht, so ist nicht. Wenn bei den Berserkern, wenn die Ultis rauskommen, die Super Attacks. Voice Drop. Ah, ich hab gewonnen. Ich dachte schon, ne? Okay, knapp. Das war sehr knapp. Das war sehr, sehr knapp. Aber gut, das hätten wir dann. Boah, ja. Der Schaden ist so insane. So geil einfach. Raus mit dir, Junge. Bam, badaboom. Brr. Zack. Sehr schön. Somit bin ich auch raus, Junge. Raus mit dir. Nun denn. Nein, das kann nicht sein. Dieser Körper kann nicht unterlegen sein. Bin immer noch ein besserer Son Goku. Dass ich lache, Kakarot, wie er Gesicht ist. Ja, Zamasu sollte eigentlich schon dazu kommen, oder? Es sei denn, irgendwas anderes passiert, weil Dragon Ball Heroes kann alles passieren. Kann auch irgendjemand kommen, den einen schönen Boost geben. Oh, jetzt, was ist mit dir? Du stehst mir im Weg. Was? Das ist ein Kampf? Oh my god. Ja gut, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie gegen den kämpfen. Annehmen. Oh! Lol. Einfach die Zyklopen mitgenommen. Keiner weiß. 19.100. Vielleicht kriegen wir die erste Runde down. Vielleicht auch nicht. Ich schreibe einfach mal raus. Was soll's. Vielleicht klappt's ja, vielleicht nicht. Wie so. So. Leute. Okay. Der hat gar keine Ausschüttung, oder was? Doch, die zwei Dinger. Okay. Nice. Ich hab vier Helden. Ne, fünf Helden Energie. Aber keiner hat die S auf 5. Schade. Oh. Aber nein! Das war wasted, ey. Ich hätte ihn sonst erste Runde. Verdammt. Schade, ey. Ärgerlich. Ärgerlich! Ah! Oh, GG. Aua. Au. Oh my god. Nee, bitte. Nee, ich brauch keine Kampfmodule. Weg mit dir, es dauert zu lang. No, ja auch nicht, ja. Das braucht man auch nicht. Einfach rausstellen. Genau, danke. Fang! Danke! Tarata! Tarata! Ich eskaliere gerade. Ich will einfach nur wissen, wie es weitergeht! Mann, also es ist jetzt einfach so ein useless Kampf. Wieso? Was machen die zwei hier? Oh mein Gott, ja, ja, Justus, ich bin Justus, kann ich mal hier. Ah, ich kämpfe, okay, ich hab hier. Ich brauch nicht mal zu gewinnen. Oh mein Gott. Bitte.
Oh mein Gott, was? Ich dachte, ich hatte ihn. Nein! Ah gut, ja, ich habe noch zwei Angriffe, sehr gut. Ey, weg mit euch. Easy, keine Verteidigung, gar nichts. Ja, komm, Overkill. Brrr. Und raus mit dir. Da steht Figo. Ja gut, was soll ich dazu sagen? Ist einfach irgendein Kampf gewesen. Es geht eigentlich gleich mit der Storyline weiter. Genau. Oh, die will schon auch kämpfen. Aber es ist dann nächstes Mal. Ich will jetzt erstmal abchecken, was hier abgeht. Denn ich erwarte Böses. Böses im Busch. Ich hätte gedacht, dass du stark sein würdest. Es scheint, als herrsche der echte Karot weiterhin ungeschlagen. Sein Körper jede Zeit ist das Ergebnis von Karots langer Kampfgeschichte. Du bist unwürdig, seine wahre Kraft zu nutzen. Wenn ich Goku schwarz so sehe, fühlt es sich an, als würde ich verlieren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr seid anders als im Grunde, den ich in Erinnerung habe. Woher kommt ihr? Sag ich dir nicht. Danke. So, ihr Narren, eure Wirklichkeit ist unverzeihlich. Zum Glück bin ich noch im Vorteil. Oh, ihr müsst wissen. Je mehr dieser Körper verletzt ist, desto größer seine Kraft. Zenkai Boost. Ah! Oh. Hä? Was war das? Was macht er hier? LOL! Der hat genau dasselbe gesagt. Sie lassen das. So heißt er also. Ist das nicht mein entfernter Cousin? Hit. Oh, die Sache wurde jetzt noch deutlich komplizierter. Bist du gekommen, um meinen Plan zu zerstören? Nein, keineswegs, denn auch ich will diese Welt verändern. Unsere beiden Pläne sind gar nicht so verschieden, doch du wirst nicht meinem fügen. Junge, Adelf. Was kann ich schwächen, wie du schon ausrichten werdest, sein, der eine neue Ära herbeiführt? Ich weiß genau, wie begrenzt meine Kraft ist. Genau deshalb habe ich diese Keywesen erschaffen. Damit es für meinen Geist den Muskeln ist. Lol. Doch auch du kannst sicher deine Grenzen. Kennst sicher deine Grenzen. Warum hättest du Son Gokus Körper gestohlen? Sonst. Ja, ich bin auch ganz anderem Holz geschnitten, mein Freund. Ich brauche solche seltsamen Geschäfte nicht. Ich habe mir diesen Körper zu meinem eigenen gemacht. Alright. Und ich werde meine neue Kraft nutzen, um die Welt zu verändern und zuerst alle Sterbliche zu vernichten. Und auch du wirst die Ehre haben, durch meine Hand zu sterben. Die Welt von Sterblichen zu sein, man wird nichts bringen, solange Wesen wie du weiterhin existieren. Hat das. Als Gott des Kosmos werde ich überall in Existenzen Thronen, Existenzebenen. Oh mein Gott. Game of Thrones Goku Black Edition. Ich werde alles und jedes sein. Oh. Oh. Aggressiv, okay. Okay, dann machen wir mal hier für diesen Part Schluss. Und mich auf jeden Fall definitiv darauf gespannt, wie es weitergehen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ich jetzt auf jeden Fall ein Like geben, wenn es dann läuft. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's uns. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be alright.